Jo, Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Marcellus Wallace. Dieses Mal reagieren wir nochmal auf ein Upred-Video, denn er hat ein neues Video hochgeladen und er redet etwas wirr. Ich habe das Video durchgeskippt, ich habe auch die eine oder andere Kommentarspalte gelesen, unter anderen Reaction-Streamern, um zu erfahren, was da so abgeht. Und ich muss sagen, ich bin zwiegespalten. Ja, und das Video kommt auch nicht so geil an, muss ich sagen. Also 20.000 Dislikes mittlerweile. 4.000 Likes, meine ich. Dann hopsen wir doch gleich mal rein. Und starten den Hasen, wie ApoRed jetzt sagen würde. Aber vorher natürlich Kopfhörer aufsetzen, denn sonst höre ich ja nichts. Let's go! Ja, moin Leute! Apos auf Talker, schaut meine Freunde mit einem weiteren leckeren Video. Und heute... Was war auf Triple Time angelegt hier? Ein neues Video. Die Sommerferien sind aber den meisten vorbei, deswegen kriegt ihr ein paar leckere Videos wieder. Ich habe leider keine super Neuigkeiten und zwar, ja, was soll ich sagen, Freunde? Ich wurde aber brutal gehackt. Ja, ganz brutal. Als ich einen Stepper gemacht habe nach Wuppertal, das war nicht so lange her, da habe ich ja ABJ... Aber... Was ist das eigentlich für ein Hintergrund? Das habe ich mich sowieso die ganze Zeit gefragt. Ne? Ich habe ja das Thumbnail gesehen und ich habe ja auch dann in den Kommentarspalten, wenn du auf Stopp drückst, hast ja Standbild und sowas, ne? Da siehst du ja auch dann schon so ein bisschen was. Warum nimmt er so einen Hintergrund? Der ist doch jetzt echt, weiß ich nicht, die letzten Monate echt durch den Kakao gezogen worden. Vieles ist aufgedeckt worden. Er ist zum Meme geworden durch seinen Insi-Modus und jetzt hängt er quasi auf dem Boden, ohne Stuhl, ohne Tisch, ohne alles, vor einer Matratze wahrscheinlich. Oder vor irgendwas. Vor irgendwas, wo ein Bettlaken drüber gespannt ist und dieses Bettlaken lag wahrscheinlich zerknüttelt irgendwo im Schrank. Oder auf dem Boden oder in irgendeiner Tasche oder im Koffer oder was weiß ich wo. Es ist nicht gewaschen, da sind irgendwelche Sachen drauf, keine Ahnung, Blut, Kacke, ich weiß es nicht. Na, solche Sachen entstehen auch, wenn du Lampen zu nah dran lässt. Weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, wenn du mit einer sehr heißen Lampe, älteren Lampe, sehr nah an so einen Laken dran gehst, entstehen auch so braune Flecken. So, aber das Ding ist einfach, warum setzt er sich nicht von neutralen Hintergrund, wo man nichts zu sagen kann? Andere gehen im Wald spazieren. Manche Leute stehen auf einem See, sitzen im Café, whatever. Und jetzt könnte er natürlich sagen, ja, ich will verstecken, wo ich wohne. Ja, aber bitte, das kann man anders machen. Also, damit tut er sich schon keinen Gefallen. Aber vielleicht nimmt er sich ja einfach selber hops. Was ist denn damit? Ja, so von wegen so, ja, ich kann das jetzt sowieso nicht mehr gerade biegen, also mache ich halt das Beste draus und mache mich selber zum Affen. Das ist aber nicht schlau. Das ist nicht schlau. Wenn man ihn irgendwann wieder ernst nehmen soll, dann ist das auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Ich besucht Hisham und die Boys. Da waren wir eines Abends ganz normal unterwegs. Auf einmal schreiben mir meine Boys, einmal der Ali und der Sascha, die schreiben mir, ey Red, check schnell ab, guck mal auf deinem PC, guck mal schnell, du wurdest gehackt. Und ihr müsst euch vorstellen, es geht hier um meinen YouTube-Channel Red Summer. Der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, es war irgendwie relativ spät, es war auf jeden Fall dunkel. Dann hat irgendjemand Control gehabt über meinen YouTube-Channel Red Summer. Und das Krasse ist, der hat doch irgendwie alle Videos privat gestellt. Also er hat sie nicht gelöscht, er hat sie privat gestellt und dann hat er irgendwelche komischen Videos hochgeladen. So nach dem Motto, hier dieses Programm kostenlos, ne, ich weiß es nicht. Ne, kennt doch diese typischen Programme so, die man eigentlich erwerben muss, so wie Photoshop oder Sony Vegas oder whatever, wie die heißen, ne? Hat er dann irgendwie geworben auf meinen Channel, so richtig eklig. Ich glaube, das ist auch so eine Masche, um irgendwie weitere Leute zu hacken. Ich habe keine Ahnung, welche Masche dahinter steckt. Ja, das hat natürlich so den Abend schon gut versaut, muss ich zugeben, ne? Also ich bin dann irgendwie vorzeitig abgehauen. Ein Kollege, der hat mich dann zu ADK direkt gefahren und hab da irgendwie versucht, schnell die Kontrolle wieder zu ergattern, sage ich mal. Hat auch funktioniert. Also ich bin dann irgendwie wieder, ich habe dann irgendwie Zugriff gehabt auf meinen Channel durch meine E-Mail. Dann habe ich erstmal diese Videos offline gestellt. Also der Hacker hackt ihn quasi, setzt seine ganzen Videos offline, ändert dann aber nicht die E-Mail-Adresse. Das ist doch das Erste, was ich machen würde. Mail-Adresse ändern, Passwort ändern und dann fick dich. So würde ich das machen. Aber der hat einfach gesagt, nee, ich mache jetzt nur die Videos privat und dann ist okay. Hä? Was? Okay. Ja, dann war das so. Diese neuen und wieder gelöscht, ne?
klare Sache, ich wollte diesen Schmutz nicht auf meinem Kanal haben. So, da habt ihr meine Videos auch wieder online gestellt. Und jetzt kommt das super Traurige an dieser ganzen Geschichte. Das super Traurige. Als ich dann abchecken wollte, wollte glaube ich irgendjemanden Admin geben, weil ich habe jetzt auch einen neuen Cutter, habe ich gemerkt, Digga, ich habe keine richtigen Rechte mehr auf meinen Channel. Ich habe gar keine Rechte mehr. Ich dachte mir so, hey, warum ist das so? Also ich kann noch auf den Channel zugreifen, aber ich bin nicht mehr der Inhaber. Also bei den YouTube-Channel ist das ja so, man hat immer, der YouTube-Channel ist quasi immer associated, also verknüpft quasi mit einer E-Mail und diese E-Mail ist dann der Inhaber als Beispiel und du kannst dann halt auch andere irgendwie administrative Rechte geben. Das heißt, die können auf deinen Channel raufgehen, die können auf... Das ist doch total unlogisch. Da hackt ihn einer und er behält den E-Mail-Zugriff auf sein Konto, womit er theoretisch wieder alles rückgängig machen kann. Hä? Nee, komm. Also nee. 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 Noch vieles bearbeiten, aber die können solche super Sachen machen, super Sachen nicht machen, wie zum Beispiel den Kanal löschen oder sonstige Sachen. Keine Ahnung, ist mein billiges Fachwissen in diesem Bereich. Und ich habe dann gesehen, dass meine ursprüngliche E-Mail, die eigentlich der Inhaber war, ne, also die alles machen kann, wie zum Beispiel auch die Zahlungsmittel ändern oder Channel löschen oder was auch immer, ne, also richtig die richtigen Hauptrechte von dieser E-Mail, die wurden ihm einfach weggenommen und dann ist sie einfach in so einer Fremden weitergegangen. Also welche E-Mail das war, das konnte ich irgendwie gar nicht mehr sehen, so weil mir einfach die Rechte gefehlt haben. Natürlich kannst du das dann sehen. Er hat doch gerade vor einer Minute gesagt, er ist mit seiner eigenen E-Mail in den Account rein. Und hat da Sachen umgestellt, Videos wieder online gestellt oder so. Und dann sieht er nicht, welche andere E-Mails da drin sind? Hä? Was ich natürlich gemacht habe, ist, ich habe dann einfach YouTube kontaktiert und der gesagt, ja, ich wurde gehackt und die E-Mail wurde geändert. Die haben höchstwahrscheinlich die Zahlungsmittel dann auch geändert, dass hier dann alle Zahlungen zu denen geht. Offensichtlich ja nicht. Und ich weiß nicht, vielleicht wollen die den Channel auch verkaufen. I don't know, so ich kann ja nichts machen. So, ne? Ich wurde offensichtlich gehackt und es wurde offensichtlich jetzt alles geändert. Und YouTube, richtig geil, wie die waren. Ich habe doch nur die Screenshots davon. Ne? Die meinten dann einfach, ja, wir überprüfen das, mach dir keine Sorgen, alles cool und so. Und danach, nach der Überprüfung, kriege ich dann einfach eine Mail von denen und dann sagen einfach, ey, sorry. Und Experten konnten anhand der Angaben in deiner Nachricht keine Hinweise darauf finden, dass dein Google-Konto gehackt wurde. Ja, logisch. Er hat ja weiterhin Zugriff. Das ist ja das, was irgendwie total komisch ist. Warum hat er weiter Zugriff, wenn er gehackt worden ist? Das ist doch das Erste, was man ihm wegknipsen würde. Wenn ich jemanden hacke, dann gehe ich doch nicht und sage, ja, hey, Koben, du darfst aber weiter auf den Account zugreifen. So, hä? Sorry, wir konnten nicht feststellen, dass du gehackt worden bist. Und ich mir denke, Digga, wem bist du hier fick? Ich wollte offensichtlich... Die Frage ist jetzt in dem Video tatsächlich, wen du ficken willst. Richtig gehackt, das ist eine klare Nummer. Und na, ist es... Offensichtlich ist es keine klare Nummer. Ich meine, YouTube und Google haben die Möglichkeit, das zu prüfen. So, wenn da jetzt irgend so ein Heidi da in der E-Mail oder in den administrativen Rechten oder wo auch immer rumgefummelt hat und das zum Beispiel von einer IP-Adresse aus, die da schon mal drin war, dann ist das einfach kein Hack. Da brauchen wir uns gar nicht drüber weiter unterhalten. Sagt einfach, wir können das nicht feststellen. Weil die meinten auch zu mir, ja, du meintest ja auch, dass der... Vor allem wäre Hack hier auch das falsche Wort. Hacker auch irgendwelche Videos hochgeladen hat, dann schick mir die Links. Wie soll ich die Links schicken? Ich habe die Videos gelöscht, nachdem ich direkt da wieder Zugriff hatte. Ne? Das war auf jeden Fall eine richtig weirde Nummer. Jetzt meinen die am Ende des Tages, wir können leider nicht weiterhelfen, tut uns leid, wenn das auch nicht die gewünschte Antwort ist. Das heißt, Status Quo ist einfach, ich kann zwar auf den Channel Videos hochladen, aber der Channel gehört mir nicht. Ich bin quasi eine Art Manager für den Channel, aber ich bin nicht der Owner. Mir gehört der Channel nicht mehr. Es ist richtig lost, obwohl das eigentlich ursprünglich mein Channel war. Richtig dumm einfach, ne? Aber das Ding ist, Hard of Hard, so krass stört mich das jetzt auch nicht, weil ich bin ehrlich, aktuell so... Das ist doch völliger Schwachsinn. Du bist doch bei YouTube im Partnerprogramm angemeldet. Du. ApoRed. Da kann ich einfach irgendeiner hingehen und sagen, ist jetzt mein Kanal. Was ist das für ein Bullshit? Da hängt doch auch noch viel mehr hinter. Du musst dich doch bei Google auch entsprechend authentifizieren. Du musst bei Google deine ganzen Daten abgeben, Ausweis, zum Beispiel Bankdaten, Steuer-ID und so weiter und so weiter. Da kann ich einfach irgendeinen Hacker da hinkommen und sagen, haha, cool, ich habe jetzt den Account. Und dann auch noch die Bezahlsachen ändern. Zumindest wäre mir das neu. Vielleicht kann mich da auch jemand aufklären, dass ich hier Scheiße rede. Aber das ist doch gar nicht möglich. Also es war ein Höllenaufwand.
als deutscher Staatsbürger sozusagen da sich zu registrieren und anzumelden. Das hat Wochen gedauert, bis das alles durch war. Bis Google gesagt hat, yo, du kannst jetzt hier Geld verdienen. Auch wenn es nicht viel ist. Und deshalb, also das macht irgendwie gar keinen Sinn. Die Games sowieso, die gerade so in Deutschland so mäßig angesagt sind, etc., ne? In den Communities fühle ich, muss ich sagen, aktuell auch nicht mehr so, ne? Oh, diese Musik, ne? Das ist so auf Mimi angelehnt. Das ist, hä? Warum? Also Fortnite habe ich auch schon seit längerem nicht mehr so aktiv gezockt. Wo wir aber beim Thema Gaming... Ach, eine Werbung. Habe ich auch mal ganz kurz reingesneakt. Dieses heutige Video wird Aber, wo wir das gerade sehen, meine Frage so, wenn ich jetzt Genshin Impact wäre, ne, wofür er jetzt Werbung macht, habe ich beim Skippen gesehen, wollten die, dass das so aussieht? Gab es da kein Briefing vorher, wo gesagt wurde, ja, du musst das so und so machen, wir wünschen uns das und das. Das sind die Aufrufzahlen, die wir damit gerne generieren möchten und das sind die Neuanmeldungen, 50, 100, 150, keine Ahnung. Ich sehe das ja immer bei Twitch, wenn du da in den Stream reingehst, da gibt es ja dann irgendwie 50 oder 100 Abos oder was weiß ich, je nachdem, wie du verhandelt hast. Und dafür bekommst du doch dann Geld. So, und jetzt ist die Frage, wenn das Video jetzt gesehen wird, mit der supergeilen Bewertung, wie die das finden. Dahinter so eine Matratze, die offensichtlich nicht ganz sauber ist, die zerknüttelt ist, die zerknirscht ist, die ja so aussieht, als wenn sie schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Das ist doch nicht das, wie du gerne Werbevideos sehen möchtest, wenn du jemanden dafür engagierst, ein Placement für dich zu machen. Ich meine, das Video ist 150.000 Mal geklickt worden, also Klickzahlen sind okay. Aber Bro. Sponsor von Genshin Impact, Freunde. Genshin Impact. Und ja, wir gucken das jetzt, weil ich wissen möchte, was da jetzt genau gesagt wird. Wie gesagt, ich habe es durchgeskippt, aber gehört und gesehen habe ich es nicht. Impact, Freunde, sollten viele von euch kennen. Es ist das meistgetweeteste Game. Hä? Genshin Impact, Freunde. Genshin Impact, Freunde, sollten viele von euch kennen. Es ist das meistgetweeteste Game. Genshin Impact, Freunde. Genshin Impact, Freunde, sollten viele von euch kennen. Es ist das meistgetweeteste Game. Er hat jetzt getweetet gesagt. Warum? Das meistgetweetete Game. Das meistgetweetete Game. Wollt ihr nicht gespielt oder geplayt oder gesneakt oder sowas sagen? Wieso getweetet? Hä? Das macht gar keinen Sinn. Auf dieser Welt. Es ist ein Open-World-RPG, okay? Richtig schön in Anime-Style, was ich brutal schön finde auf jeden Fall. Es hat eine Top-Bewertung, zum Beispiel ING 9 von 10, was auf jeden Fall eine feine Sache ist. Es ist auf jeden Fall ein super schönes Spiel. Es ist kostenlos. Genshin Impact hat auch eine richtig schöne abgeschnittene Story mit richtig coolen Charakteren, ein richtig hat eine abgeschnittene Story? Kostenlos. Genshin Impact hat auch eine richtig schöne abgeschnittene Story mit Er sagt echt abgeschnittene Story. Verstehe ich nicht. Richtig coolen Charakteren, einen richtig coolen Style. Ihr habt zum Beispiel ein Katzenmädchen, ein Fuchsmädchen oder ein Samurai. Also habt ihr richtig geile Optionen. Was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, was von vielen unterschätzt wird, ist einfach die Musik. Genshin Impact hat einfach Weltklasse-Autoren am Start und haben schon einige Preise abgeräumt. Also was Thema Musik angeht, super krass. Und das gibt dem ganzen Game einfach nochmal viel mehr Atmosphäre. Was es noch hat, ist eine extrem geile, hohe Grafik. Eine extrem geile, hohe Grafik. Ja, okay. Multiples interaktiv. Ich meine, okay, zugegeben, die Grafik ist echt nicht schlecht, aber eine geile, hohe Grafik, was soll das heißen? System. Es hat 7 verschiedene Regionen. Was hat er mit System gesagt? Grafik, ein multiples interaktives System. Ein multiples interaktives System. Multi für viele, interaktiv, klar, Spiel, viele Spielsysteme. Hä? Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Wer hat das Skript geschrieben? Ist ja offensichtlich vorgeschrieben, oder? Hat Genshin Impact gesagt, so, ja, du musst auf jeden Fall erwähnen, dass es eine hohe, geile Grafik hat und multiple interaktive Spielmodi, oder was hat er gesagt? Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das erwähnst. Und es ist das meistgetweetete Spiel. Das ist ganz wichtig. Und ich als Kunde sitze dann da und sage, ja geil, das ist das meistgetweetete, hohe, geile Grafik-Game
Und es hat multiple interaktive Spielmodi. Will ich haben. Unbedingt. Ja. Okay. Es hat 7 verschiedene Regionen. Und ihr müsst euch vorstellen, die Regionen sind auch mal alle unterschiedlich geil. Die haben unterschiedliche... Die Regionen sind unterschiedlich geil. Also das eine ist so ein bisschen geil, das andere ist richtig geil, aber das ist super geil. Hat er das Skript selber geschrieben eigentlich? Das macht für mich gar keinen Sinn. Wenn ich jetzt ApoRed-Fan wäre, mir das reinzöge und das sogar cool fände, das Spiel, ich würde aber gar nicht verstehen, was er mir mitteilen möchte. Unterschiedliche Kulturen, die haben einfach einen unterschiedlichen Vibe. Das heißt, ihr habt mega viel Abwechslung. Ach so, unterschiedlich geil und unterschiedlich krasser Vibe. Ja, dann ist doch, ach so, ja, jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt habe ich es kapiert. Jetzt habe ich es verstanden. Dankeschön. Wo wir beim Thema Region sind, Freunde. Es ist ein neues Update rausgekommen und es ist eine neue Region dazugekommen, und zwar Sumeru. Aber guck mal, man sieht doch jetzt ganz klar, dass der gerade am Ablesen ist. Warum hat man denn über diese Sachen nicht einfach gesagt, okay, während du diesen Werbeclip hier einsprichst, sozusagen, ziehen wir Gameplay-Shots drüber. Sogenannte Gameplay-B-Rolls, wie ihr es auch immer nennen wollt. Dass man eben nicht so krass sieht, dass er das wirklich von irgendeinem Monitor oder was weiß ich abliest. Weil das sieht man total und das kommt auch nicht so geil rüber. Ne, er versucht es authentisch abzulesen und das hat er auch drauf. Das muss man ihm lassen. Aber man sieht einfach durch seine Gesichtshaltung und seine Mimik, dass er das genau von irgendwo wegliest. Und das macht es dann eben weniger gut. Und ihr wisst, was eine neue Region heißt. Das heißt, ihr habt auch wieder neue Charaktere. Hier zum Beispiel Kolai, Kuri und Tignari. Ihr habt auch ein neues Element, und zwar Dendro. Ja, Genshin Impact hat verschiedene Elemente und hier auch ein neues. Also auch richtig knackig. Ihr habt wieder schöne neue Gameplay-Erfahrungen, okay? Durch die neue Region Sumeru habt ihr natürlich wieder frische, neue Landschaften, einen komplett neuen Stil, eine komplett neue Kultur. Wie gesagt, das hat die Gameplay-Erfahrung nochmal... Der versucht so mit dem Kopfwackeln immer so ein bisschen so abzulesen, so von seinem Skript. Nee, da hätte ich Gameplay-Sachen drüber gezogen. Also offensichtlich hat er sich mit dem Spiel noch nicht so wirklich beschäftigt, hat keine Ahnung, wie die einzelnen Dinge heißen und muss es halt zwingend ablesen. Sorry. Da hätte ich da alles mit B-Rolls zugepflastert und hätte dann einfach nur ein Voice-Over gemacht oder so, und das wäre wahrscheinlich besser gekommen, als mich da hinzusetzen und zu sagen, jo, hier, das Spiel ist total geil, aber ich habe gar keine Ahnung, wovon ich rede. Drastisch erhöht, und das Geile ist, das Ganze könnt ihr richtig schön knackig bis zu 3 Leuten im Coop nochmal genießen. Richtig schön. Nichts hält euch auf, Freunde. Ihr könnt den QR-Code schön hier abscannen. Ihr könnt auch gerne mal den Link in der Beschreibung abchecken. Aber was man trotz dieser Musik im Hintergrund hört, ist auf jeden Fall ein Lüfter. Und zwar einen ziemlich lauten. Das Spiel ist wirklich bulletproof, richtig sweet, richtig schön und natürlich kostenlos. Und weil ich da alle echte Hase bin, kriegt ihr natürlich von mir einen Bonuscode. Der ist in der Beschreibung. Also, viel Spaß mit Genshin Impact. Weiter mit dem Video. Ich dachte, da kommt jetzt noch, mit dem Bonuscode bekommst du das und das und mit dem Bonuscode kannst du das und das dafür einsetzen und dies und das. Also ich kriege einen Code für ein kostenloses Spiel, aber ich weiß nicht, wie der Code heißt und muss dann extra in die Videobeschreibung gehen. Ich kenne das immer so von Instagram. So, ja, drück jetzt Kati10 und bekomme 10% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf. Digga. Soll ich jetzt nachgucken, was ich kriege für seinen ApoRed-Code? Nee. Es ist ja kostenlos. Da kriegst du dann bestimmt irgendwelche Ingame-Käufe oder so. Keine Ahnung. Einfach kein Game, wie gesagt. Wie gesagt, ich habe Genshin Impact selber nie gespielt und werde es auch wahrscheinlich nicht tun. Und er hat es auch noch nie gespielt. Sagen wir uns doch mal ehrlich, gucken wir uns mal in die Augen und sagen jetzt mal einfach, ey, Digga, du hast das Ding nie gespielt, du hast es jetzt hier vollkommen abgelesen und das nächste Mal sagst du deinem Kader, bitte mach das mal anders. Immer da, wo ich vom Skript ablese, bitte irgendwas drüber machen, damit man das eben nicht mehr so sieht. Ist euch eigentlich was bei der Musik aufgefallen? Das ist ziemlich ABK-lastig, ne? Kann es sein, dass ABK dieses Video geschnitten hat für ihn, so auf Homie-Basis?
jetzt in den deutschen Communities, was mich jetzt aber so catcht, weswegen ich auch wahrscheinlich einfach erstmal auch keinen neuen Red Summer Channel mache oder einfach auf den Channel Videos hochlade. Ich habe auch sowieso, wie gesagt, keine Sicherheit bei diesem Channel, deswegen werde ich so oder so da nichts hochladen. Und wie gesagt, deswegen, ich werde auch keinen neuen Red Summer Channel erstmal machen und da jetzt irgendwelche Standard Games da hochladen. Ich könnte jetzt auf Krampf, wie gesagt, das einen neuen Channel machen und jetzt irgendwie Fortnite hochladen, ne? Ich könnte jetzt auch GTA Roleplay machen, so was auch immer. Aber wie gesagt, in erster Linie steht bei mir bei Gaming ist einfach eine Leidenschaft, ne? Und ich mache jetzt nicht auf Krampf jetzt irgendwie ein Game, worauf ich keinen Bock habe. Für mich ist es immer sehr wichtig, so primär, man muss Spaß an der Sache haben. Und deswegen gibt es auch erstmal keinen Red Summer Channel. Ja, und deswegen spielst du GTA und Fortnite, weil du das eigentlich nicht fühlst und du musst Spaß dran haben und nicht auf Krampf. Lustigerweise sind aber genau das die erfolgreichsten Spiele. Hä? Dann spiel doch irgendwas, was nicht so erfolgreich ist, was dir mehr Bock macht. Das habe ich auch nicht verstanden. Was will er uns damit sagen? Weil, wie gesagt, es ist scheißegal, wie viel Geld dahinter steckt. Voll viele meinten auch, Red, mach doch GTA Roleplay, Digga, das wird so easy laufen. Du mach auch noch Twitch dazu. Digga, du kriegst locker 10.000 Subs und Digga, das wird bei dir richtig reißen. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Aber das Ding ist, ich habe einfach keinen Bock darauf. Und da kann auch wirklich so viel Geld dahinter stecken. Wenn ich keinen Bock darauf habe, dann habe ich keinen Bock darauf, weil ich... Ja, aber doch in seiner Situation sollte er doch alles Geld einsammeln, was er bekommen kann. Selbst wenn dann die ersten 2-3 Mal das Finanzamt sagt, hallo, ich hätte gern das Geld. Ist doch egal. Ist doch scheißegal. Verdien die Scheiße, zahl deine Schulden ab, wenn du welche hast. Was ja offensichtlich ist, also die Pfändung haben wir ja gesehen. Und dann ist doch okay. Und dann fängst du von vorne an. Und dann hörst du auf zu erzählen, du hast einen Rangy und du hast eine S-Klasse und du hast dies und du hast das. Ja, und dann wartest du einfach, bis die Sachen wirklich da sind oder bis sie wieder da sind. Den Lambo bist du ja wirklich gefahren, haben wir ja gesehen. Das kann man ihm jetzt nicht abstreiten, aber in den letzten Wochen halt sieht das alles ein bisschen anders aus. Ich YouTube, wie gesagt, primär als Hobby gestartet habe. Und das ist halt so eine Sache, das ist so, finde ich, so eine Eigenschaft, das haben die meisten gar nicht, ne? Ich habe zum Beispiel bis vor kurzem jetzt noch einen Anruf bekommen mit einem weiteren Boxkampf. Und da wurde mir auch ein brutales, also ja, schon ein brutales Angebot gemacht. Und zwar 100.000 Euro wurde mir und 100.000 Euro wurde meinem Gegner angeboten. Und das ist eine safe Sache. 100k, das ist sehr viel Geld, ne? Und wie gesagt, 100k für mein... Wisst ihr, woran mich das erinnert? Ihr kennt doch den Michael Wendler, ne? Als der damals vor ein, zwei Jahren für eine Spielshow, das war in der Pandemie noch, da hatte der aber schon Schulden hier in Deutschland, eingereist aus Amerika, haben sie ihn nicht gecasht. Haben sie ihn nicht gecasht und der hat Millionen Steuerschulden. Und für Steuerschulden kannst du auch ins Gefängnis gehen. Theoretisch. Als Ersatzleistung, was weiß ich, ersatzhaft oder sowas. Und ich weiß auch nicht, ob der Wendler hier den Finger gehoben hat. Weiß ich nicht. Weil er hätte ja dann angeben müssen, ja, aber in den USA habe ich halt ein Haus. Und habe ich Autos und ein Boot und was weiß ich. So, den haben sie hier weder, als er angekommen ist, gecasht, noch als er wieder geflogen ist, gecasht am Zoll. Hätten sie ja machen können. Um eben ihn hier zu behalten, dass er seine Steuerschulden bezahlt. Das bedeutet aber eigentlich auch im Umkehrschluss, sollte UpRed nicht mehr in Deutschland sein und dann für so ein Event hier hinkommen oder für so ein Event aus seiner Deckung in Deutschland herauskommen, bedeutet das ja einfach nur, dass er die 100k Prämie ja wahrscheinlich nicht in Gänze, aber doch zum Teil abgeben muss. Wir wissen ja nicht, wie hoch seine Schulden sind. Wenn das jetzt ein paar tausend Euro sind, hätte ich die schon genommen. Oder ich würde jetzt das Placement-Geld, was er von bekommen hat, für Genshin Impact, würde ich mir meinen Lebensunterhalt rausziehen und würde dann sagen, hier, das, was über ist, gebe ich schon mal ab. An den Fiskus, an die AOK oder wen auch immer. Wir kennen ja die ganzen Schuldner gar nicht. Und von daher hätte ich das Geld schon genommen. Der hat ja schon mal einen Boxkampf gemacht. Das ist ja kein Boxkampf von wegen so Mike Tyson. Ja, wo du dir so richtig auf die Fresse haust. Und das sind ja so, gegen wen hätte er denn kämpfen können? Ja, irgendwen in seiner Gewichtsklasse, was weiß ich, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Irgend so ein anderer Typ. Der ist auch kein Profiboxer. Sagt er ja auch gar nicht. Hätte ich die Kohle genommen, jede Wette, dann hätte ich dann gesagt, hier ein Fünftel schon mal weg, Schulden bezahlen. Wo ist das Problem? Ganz ehrlich. Und so ehrlich muss man dann auch sein, finde ich.
Ja, zu sagen, okay, ist scheiße gelaufen, ich bin im Moment nicht so flüssig, wie ich es immer vorgebe. Ich hab den Kollega gemacht sozusagen, ich habe mir ein Image versucht aufzubauen, was ich nicht habe und fertig. Nur bei Kolle weißt du halt, dass er eben kein Pimp-Slapper ist und dass er auch keine Leute absticht und abschießt. Ist nun mal Fakt. So, und so könnte er auch machen, ja. Ich habe auf Kampf versucht, ein Image aufrechtzuerhalten, was eben nicht mehr da ist und habe dann eben gelogen. Das würde man ihm eher abkaufen, als wenn er jetzt auf Krampf versucht zu sagen, ja, ich habe aber Geld. Mein Gegner, du weißt, was ich ja noch gesagt habe, ich Düger. Kein Bock. Ich habe aktuell zur jetzigen... Mal ganz davon abgesehen, dass keiner weiß, wo er aktuell wirklich gemeldet ist, ne? Wenn er gemeldet ist. Also zum jetzigen Zeitpunkt habe ich keinen Bock, mich jetzt 3 Monate vorzubereiten und das würde ich sogar für 100.000 Euro nicht machen. Also so dumm, wie das klingt, ne? Dann zum jetzigen Zeitpunkt das Ganze abgelehnt. Vielleicht wird man irgendwann drauf zugreifen, aber wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt abgelehnt, einfach keinen Bock. Mir ist es völlig Wayne, ne? Ob man jetzt irgendwie mit einem Spiel jetzt voll irgendwie das Cash absagen kann oder was auch immer, weil für mich der Spaß an erster Stelle steht. Ich muss auch zugeben, nach dem Boxkampf war ich nicht mal einmal beim Boxtraining. Also ich hatte irgendwie schon Bock gehabt weiterzumachen, aber ich weiß nicht, bin nicht mal einmal danach boxen gewesen. Also wirklich absolut keine Hände gehabt, ne? Ja, Quintessenz des Videos, erstmal kein Retzhammer, Freunde. Wie gesagt, ich mache nur das, worauf ich Bock habe. YouTube ist für mich einfach ein Hobby. Hauptsächlich mache ich halt einfach andere Sachen, die halt einfach auch viel mehr Zeit aufwenden und auch mehr Priorität haben. Ne? Viele haben mir auch gefragt, hey, was machst du denn sonst neben YouTube und warum hast du lange keine Musik rausgehauen, whatever, bla bla bla. Ne? Also ich habe mich auch so oder so in den letzten Jahren immer so richtig viel rumprobiert. Ne? Sei es auch so, keine Ahnung, so Krypto, bin ich 2018 reingestiegen, gut sechsstellig. Ne? Das verstehe ich jetzt eben nicht. Warum erzählt er das? Das Video heißt, ich wurde gehackt. Wir wissen, das ist jetzt eine Story, die vielleicht war, so X-Faktor-mäßig, ne? Haben wir gelogen oder ist diese Story wahr? So. Warum erzählt er jetzt, er ist sechsstellig Krypto eingestiegen? Das ist doch wieder so eine Geschichte, wo ich mir so denke, so, Alter, warum machst du dein Image immer weiter kaputt? Das glaubt ihm doch sowieso keiner. War auch echt knackig teilweise, ne? Aber es war jetzt nichts Ernstes, so, ne? Bin auch. Ja, klar. Sechsstellig ist nichts Ernstes. Verdienen manche Leute nicht im Jahr, aber für UpRate ist chillig. Das meine ich. Das ist das Problem. Weißt du, ich finde manche Sachen zu viel, habe ich auch gesagt. Stehe ich auch weiterhin zu. Aber wenn er solche Aussagen tätigt, tut mir leid. Was sollen die Leute dann von ihm denken? Sollen die wirklich sagen, so, ja, UpRate, der Großspurige, ist schon cool so? Nee, ist nicht cool. Ich protz doch auch nicht. Also, ich mache mein Geld nicht mit YouTube. Kann ich auch gar nicht. Ich mache das auch auf anderen Wegen, aber ich setze mich jetzt nicht hin und sage, boah, ich bin der Geilste. Zumal das da auch gar nicht stimmt. Aber er ist im Moment auch nicht oben, hat Fahrwasser. Ganz im Gegenteil, der ist voll auf Grund gelaufen. Da ist nichts mehr. Dann ausgestiegen. Weil und ob er nach diesem Werbevideo noch einen zweiten Genshin Impact Deal kriegt oder für irgendwas anderes Werbung machen kann, das wage ich zu bezweifeln. Dann einfach, das fand ich mir auch, die Welt war mir auch einfach nicht so sicher genug, ne? Autobusiness habe ich auch nebenbei gemacht, aber wirklich komplett nebenbei, da war auch so ein süßer Gewinn, aber das ist jetzt auch nichts Ernstes, Hauptsächliches. Was ich so hauptsächlich gemacht habe, ist eher so Investments, ne? So wirklich so Investments und... Real Talk, ne? Warum? Warum? So Firmen reinkaufen, mit agieren, ne? Die Firma nach oben bringen, sei es aber Marketing helfen. Ja, die Firmen, die du gehabt hast, wissen wir von Mimi, ja. Hat er ja gesagt, dass du Anteilseigner bist. Das ist aber nicht was, was du völlig alleine hochgezogen hast. Und ich glaube auch eher, dass die Leute, die da mit dir drin waren, sich an deiner Reichweite damals hochgezogen haben und dich jetzt haben fallen lassen. Sonst würdest du jetzt nicht so dastehen, wie du dastehst. Ist leider so. Ne, oder sonstige Schritte, auch beim Lagermanagement geholfen. Also so richtig, so ernstes Business, was gar nicht so interessant ist wie YouTube. Deswegen. Das ist auch immer so wie diese Influencer, wenn die so sagen, so, eigentlich sind die arbeitslos, aber sagen, ich bin Schmuckdesigner. Und er sagt jetzt hier einfach so, ich bin nicht pleite, ich habe Lagermanagement gemacht. Heißt, er hat eine Kiste auf die andere gestapelt. Wahrscheinlich. Und das macht einen dann auch sauer, weißt du? Immer so Scheiße reden. Lass es doch. Zeige es auch nie auf YouTube oder erwähne es nie so richtig, weil es halt einfach peinlich für dich ist, weil du eigentlich mit einem Lambo einen fetten Range Rover auf 120.000 Euro umgesneakt rumfährst. Mit 600 PS. Und dann kannst du natürlich nicht erzählen, dass du im Lager aushilfst. Passt ja nicht zu deinem Image.
Das ist wirklich für die meisten von euch stinklangweilig, ne? Also der ganze Geschäftskram. Deswegen versuche ich sowas immer von YouTube so ein bisschen fernzuhalten. Ne? Aber wie gesagt, so hauptsächlich muss ich... Vielleicht würde das ja mal die Leute wirklich interessieren. Was du neben deinem Image polieren denn so machst. Vielleicht wäre das sogar eine Vlog-Reihe wert, wo man sagen könnte, da könntest du dir durch die Klicks wieder so ein bisschen Authentizität zurückholen. Oder vielleicht sogar ein bisschen tatsächlich Glaubwürdigkeit zurückholen. Und zu sagen, hier, das ist jetzt aktuell meine Welt, so sieht's aus. Statt einfach hier rumzusitzen und sage ich, ja, mach Krypto und Lagermanagement, ich habe hier mal und da mal und YouTube ist ein Hobby. Deswegen hast du 4, 5 Kanäle oder was? Das ist auch Schwachsinn. Sie sagen, die größten Erfolge so mit Investments gemacht. So, ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, so aus 8.000 habe ich mal zum Beispiel einfach mal einen 7-stelligen Betrag gemacht. So, das war auf jeden Fall so prozentual. Ja, wahrscheinlich Minus. Die sind der höchste Gewinn, aber ich habe auch mal... Sorry, ich habe echt versucht, den zu verteidigen in dem Reaktionsvideo auf Entschuldigung 7, ne? Aber wenn ich mir das Video jetzt hier angucke, so denke ich mir so, Alter, warum eigentlich? Er hat von 3 Millionen Seiten so einen auf die Fresse gekriegt und wir könnten jetzt natürlich alle sagen, so, ja, komm, lügt der halt, scheiß drauf. Lass den labern. Es nervt aber einfach. Und ich bleibe auch dabei, das mit den Kontoauszügen ist mir zu viel. Das nimmt Züge an wie bei Aline Bachmann, die, wo bei Telegram so Gruppen existieren, so das Aline Bachmann-Game. Und es gibt mit Sicherheit auch ein ApoRed-Game. Safe, bin ich mir ganz, ganz sicher. Und da ist der Mimi auch bestimmt irgendwo mit drin. Weil der kriegt ja die ganzen Informationen nicht durch sich selber, sondern durch andere, die ihm diese Informationen geben wollen. Und dass das so ist, dass die Leute diese Informationen rausgeben wollen, dafür trägt ApoRed Mitschuld. Das ist leider so. Hätte er einfach den Mund gehalten und hätte gar nichts dazu gesagt oder zu vielen Themen einfach sich anders verhalten vor allem, dann könnte man immer noch sagen, so, guck mal, der hat versucht, das und das so zu machen und das so und so zu machen und ihr macht jetzt so. Das ist aber mit solchen Aussagen, der jetzt wieder in dem allerneuesten Video, das ist 3, 4 Tage alt, tätigt, nicht möglich. Und das schadet ihm selber. Er buddelt sich sein Loch, was schon super tief ist, immer tiefer. Der hätte einfach anderen Content machen sollen. Es war schlau, nicht auf Mimi zu reagieren, das ist okay. Aber es war nicht schlau, weiter von seinen Investments zu reden, die wahrscheinlich gar nicht existieren. Mal, keine Ahnung, mal 50.000 oder 100.000 mal irgendwo investiert. Meistens, wie gesagt, immer super Erfolge. Also Investments, wie gesagt, habe ich immer sehr gerne gemacht, mache ich auch sehr gerne. Werde ich wahrscheinlich zukünftig auch längerfristig immer weitermachen. Ja, solange die Kohle da ist, mein Freund. Ne? Also wenn man eine Pfändung von der AOK auf dem Arsch sitzen hat, wird das Investieren in nächster Zeit relativ schwierig. Top, auf jeden Fall. Naja. Zumal danach ja auch noch Insolvenzeinträge herrschen, in der Schufa zum Beispiel. Also ich glaube nicht, dass du in Deutschland irgendwas großartig investieren wirst und auch in anderen Ländern nicht, wo es so eine Abfrage gibt. Also chill mal. Ja, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich mache wahrscheinlich demnächst wieder einen kleinen Stepper nach Whoopi Boy und dann könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was man... Ja, spätestens dann weiß man doch, wo du bist. ...so viele coole Videos drehen kann. Ich bin da so ein bisschen gerade auf dem Essenstrip. Ich habe da auch ein paar geile Ideen, aber lasst euch da überraschen, Freunde. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Strange. Ganz, ganz strange, muss ich sagen. Ja, Freunde, das war das neue ApoRed-Video. Was soll ich dazu sagen? Also entweder versucht er sich hier gerade selber hops zu nehmen und sagt dann hinterher hahaha, oder er will es nicht lernen. Und er will es auch vielleicht gar nicht lernen. Und sagt jetzt hier, jetzt erst recht auf Krampf das Image aufrechterhalten. Ich bin der Geilste und der Coolste und ich habe Kohle ohne Ende. Aber im Grunde genommen bin ich broke as fuck. Und dann ist halt die Frage, was er damit erreichen will. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Teilt mir eure Meinung in den Kommentaren mit. Ich bin raus. Bis dann. Ciao.